Guten Abend zusammen für unser Konzert. Der Nachlassverwalter Anton Dreves vom Karl-Barth-Archiv, der machte mich aufmerksam auf diese Karl-Barth-Büste, die wir nun hier aufgestellt haben. Sie wird nächste Woche wieder in den Keller des Kunstmuseums gehen, also schauen Sie sie noch etwas an. Ich weiß nicht, in wie vielen Jahrzehnten sie wieder hervorgeholt werden wird. Anton Dreves hat mich auch aufmerksam gemacht auf diesen Mann mit Bart, ein Basler, der dort literarisch, musikalisch sehr umtriebig ist, immer wieder neue Ideen, kürzlich jetzt auch mit André Schiff noch Musik zu machen. Er hat diese Idee, die Texte von Karl Barth über Mozart irgendwie auch in einen musikalischen Kontext zu bringen. Ich habe mit ihm telefoniert und Musiker aus Basel zu importieren, war etwas umständlich. Und wir haben, Gott sei Dank, ein einheimisches Ensemble, das sich an dieses schöne Werk gewagt hat, an dieses Divertimento Estur Köchelverzeichnis 563. Freuen wir uns auf diesen literarischen, musikalischen Abend mit Mozart und Karl Barth. Etwas mehr als 50 Jahren, am 17. November 1968, ich war damals 17 Jahre alt, wurde im Schweizer Radio eine für mich unvergessliche Sendung der Reihe Musik für einen Gast ausgestrahlt. Einige von Ihnen mögen sich vielleicht erinnern. Ich höre heute noch die Stimme der beliebten Gastgeberin Roswitha Schmalenbach,
und jene ihres berühmten Gastes Karl Barth. Die Sendung wurde nur etwas mehr als 3 Wochen vor Karl Barths Tod ausgestrahlt. Es war eigentlich seine letzte Äußerung in der Öffentlichkeit und ist auch deshalb eigentlich zu einer Art Kultsendung geworden. Ich lese Ihnen einige Auszüge daraus. Herr Professor Barth, ich glaube, wenn man etwas von Ihnen weiß und nicht theologisch und auch nicht theologisch gebildet ist, noch weiß man immerhin ganz sicher, dass für Sie Mozart der Inbegriff aller musikalischen Dinge ist. Und zudem natürlich haben Sie nicht nur den Römerbrief, nicht nur die Barmer Erklärung, nicht nur die riesige kirchliche Dogmatik geschrieben und sicher noch viel Bücher, wo ich keine Ahnung habe davon, sondern Sie haben auch das kleine Büchli über den Mozart geschrieben. Und dass Mozart ein Bedürfnis nach dem Spielen entgegenkam. Jo, das ist mir also sehr ernst, wenn ich das sage. Aber ich glaube, dass man eben, was richtiges Spiel ist, nur letztlich verstehen kann, wenn man auch weiß, was Arbeit ist. Nicht wahr? Das ist ja eben, dass dort bei Mozart Spiel ist, auf dem Hintergrund von Arbeit, auf dem Hintergrund von Leben, auch im Leid und im Tragen von Beschwerden, persönlichen und anderen, die er hatte. Und vielleicht, mir ist es jedenfalls so gegangen, ich könnte den Mozart nicht so verstehen, wie einen Verstand, wenn ich nicht selber etwas wüsste von einem anders her, vom Ernst vom Leben. Nicht, ich meine jetzt nicht, dass ich der Not geschäffelt habe und meine Dogmatik geschrieben und meine Predigen gemacht und so weiter, sondern von dort her, wo ich das alles geschöpft habe, wo ich das gehört habe und ich das vernommen habe. Und der Not habe ich einen Einklang, einen Zusammenklang, habe ich noch gehört bei Mozart, von dem, was er offenbar gehört hat. Nicht komponiert hat, sondern gehört hat erstens, nicht wahr? Gehört. Und der Not hat das für mich immer in einem Zusammenhang gesehen mit dem, was ich nachher ganz anders gehört habe als er, nicht wahr? Herr Professor, nachher anders? In der Bibel? Jawohl, jetzt bin ich als Theologe gefragt. Herr Professor Barth, was ist denn für Sie, für einen Nicht-Musiker, für einen Theologe, was ist für Sie Mozart? Ich würde sagen, was ich höre bei Mozart, ist ein letztes Wort über das Leben, so wie es von Menschen ausgesprochen werden kann. Nicht wahr? Vielleicht kein Zufall, dass es gerade ein Musiker ist. Aber ein letztes Wort, ein Wort, das sich bewährt, das durchhaltet, wo man wieder darauf zurückkommen kann, wo man wieder damit anfangen kann. Denn wir müssen schließlich alle immer wieder, jeden Morgen neu anfangen. Und das neu anfangen, das mache ich am besten, wenn ich Mozart höre. Thank you.
erste Begegnung mit Musik, schreibt Karl Barth in seinem Bekenntnis zu Mozart. Meine erste Begegnung mit Musik, ich muss damals etwa 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein, war meine Begegnung mit Mozart. Es handelte sich, ich sehe die Situation noch vor mir, um ein paar Takte aus der Zauberflöte von meinem Vater auf dem Klavier angeschlagen. Sie gingen mir durch und durch. Ich bin dann älter und schließlich alt geworden. Ich habe noch viel mehr und ganz anderes von Mozart gehört. Er wurde mir, je länger je mehr, zu einer Konstante meines Daseins. Man hat mich schon gefragt, ob ich nicht von meiner theologischen Richtung her auf dem Feld der Musik ganz andere Meister entdeckt haben müsste. Ich habe zu bekennen, nein, es handelt sich um diesen und keinen anderen. Ich habe zu bekennen, dass ich dank der nicht genug zu preisenden Erfindung des Grammophons seit Jahren und Jahren jeden Morgen zunächst Mozart höre und mich dann erst der Dogmatik zuwende. Ich habe sogar zu bekennen, dass ich, wenn ich je in den Himmel kommen sollte, mich dort zunächst nach Mozart und dann erst nach Augustin und Thomas, nach Luther, Calvin und Schleiermacher erkundigen würde. Apropos Himmel. Am 5. Dezember 1791 gegen 1 Uhr nachts starb Wolfgang Amadeus Mozart im Beisein seiner Frau Constanze. Auch Karl Barth starb in einer Dezembernacht, in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 1968. In Karl Barths Lebenslauf von Eberhard Busch, dem persönlichen Mitarbeiter und Biograf Karl Barths, lesen wir: Er war irgendwann mitten in der Nacht unvermerkt gestorben. Er lag da wie schlafend. Die Hände waren unverkrampft gefaltet vom Nachtgebet. So fand ihn am nächsten Morgen seine Frau, während im Hintergrund eine Platte Mozart-Musik spielte, mit der sie ihn nichtsahnend hatte wecken wollen. Thank you.
mit einem besonderen, direkten Zugang des lieben Gottes zu diesem Menschen Mozart hin, wird man auf alle Fälle rechnen müssen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, schrieb Karl Barth in seinem Essay Wolfgang Amadeus Mozart im Zwingli-Kalender 1956. Sören Kierkegaard hat einmal gedroht, er werde die ganze Geistlichkeit vom Küster bis zum Konsistorium in Bewegung setzen, um sie zu der Anerkennung zu veranlassen, dass unter allen großen Männern Mozart zu oberst stehe, widrigen Falles er austreten, sich von ihrem Glauben scheiden und eine Sekte gründen werde, die nicht bloß Mozart am höchsten verehrt, sondern überhaupt nur ihn verehrt. Und so fährt Karl Barth fort, ist es nicht unzähligen anderen weniger berühmten Leuten so gegangen, dass ihnen auch bei aufgeschlossenem Vergleich mit allerlei früheren oder späteren Meistern im Blick auf Mozart Worte wie einmalig, unvergleichlich, vollendet durch den Kopf und über die Lippen gingen? Es wird schon etwas dran sein, könnte man nur sagen, was eigentlich? Mozart ist universal. Man staunt immer wieder, was alles bei ihm zu Worte kommt. Der Himmel und die Erde, die Natur und der Mensch, die Komödie und die Tragödie, die Leidenschaft in allen ihren Formen und der tiefste innere Friede. Das Hochamt der Kirche, die wunderliche Feierlichkeit der Freimaurer und der Tanzsaal, Papageno und Sarastro. Kann man genug auf das lauschen, was sich gerade in Mozarts Orchester zuträgt, regt und bewegt, was da alles unerwartet und immer am rechten Ort herangeholt und in seiner besonderen Höhe oder Tiefe und Klangfarbe zu Ehren gebracht wird, wie wenn der ganze Kosmos ins Singen käme? Indem offenbar der Mensch Mozart eben den Kosmos vernommen hat und ihn, er selbst, nur in der Funktion eines Mediums zum Singen bringt. Man kann das schon unvergleichlich nennen. Mozart hat einmal in einem Brief an seinen Très Cher Père vom 4. April 1787 den Tod des Menschen wahren besten Freund genannt, an den er jeden Tag denke. Und es ist in seinem Werk mit Händen zu greifen, dass er das wirklich getan hat. Aber er macht daraus kein Aufheben, lässt es eben nur erraten. Er will auch nicht das Lob Gottes verkündigen. Er tut es nur eben faktisch, gerade in der Demut, in der er gewissermaßen selbst nur Instrument, nur eben hören lässt, was er offenbar hört, was aus Gottes Schöpfung auf ihn eindringt, in ihm emporsteigt, aus ihm hervorgehen will. Wie wenn der ganze Kosmos ins Singen käme. Thank you.
Jetzt kommen wir zu Karl Barths Lebenswerk, zu seiner 13-bändigen, über 9000 Seiten umfassenden kirchlichen Dogmatik. Einen der 13 Bände habe ich mitgebracht. Wenn die 13 Bände plus dem 14. Registerband nebeneinander stehen, ist das schon eine mächtige Sache auf dem Bücherregal. Es wurde auch schon der Weiße Wal genannt. Die Bedeutung Karl Barths über die Konfessionsgrenzen hinweg veranschaulicht übrigens folgende schöne Geschichte,
des ersten Leiters des Karl-Barth-Archivs, des im letzten Jahr verstorbenen Hinrich Stöwesand. Er erzählt, als der Basler Theologieprofessor Oskar Kullmann in den 50er Jahren zur Audienz bei Pius XII. In Rom war, hat der Papst zu ihm gesagt: Ja, Sie haben da in Basel doch einen Kollegen, Karl Barth, der soll der bedeutendste evangelische Theologe der Gegenwart sein. Dann kam Kullmann wieder nach Basel, besuchte Karl Barth und erzählte ihm das. Und darauf sagte Karl Barth: Sollte der Papst doch unfehlbar sein? Apropos, am 24. September 1968 notierte Barths persönlicher Mitarbeiter Eberhard Busch in sein Tagebuch: Es bewegte Barth heute enorm, wieder einen Brief an Papst Paul VI. Zu schreiben. Nach einigen Momenten Stille lachte Barth und begann sich auszumalen, was er täte, wenn er zum Papst erhoben würde. Nur für 14 Tage, das sei ihm genug, mehr nicht. Er würde einfach alles ein bisschen aufzulockern suchen und die kurze Zeit für 3 unrevidierbare Entscheidungen benutzen. 3-mal würde er unfehlbar reden, 3-mal würde vollständig genügen, um gehörig die Richtung des Steuers zu ändern. Erstens würde er Blau als die Kirchenfarbe einführen. Zweitens eine Reihe von Frauen in den Kardinalsstand erheben. Und drittens die Seligsprechung Mozarts einleiten. Doch nun also zur kirchlichen Dogmatik. Und zwar in diesem Band, im Band 3.3, in der Lehre von der Schöpfung, im Kapitel Der Schöpfer und sein Geschöpf, schreibt Karl Barth Folgendes: Es ist wahr, dass es in der Schöpfung nicht nur ein Ja, sondern auch ein Nein gibt, nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen, nicht nur Klarheiten, sondern auch Dunkelheiten, nicht nur Förderung und Fortgang, sondern auch Hemmung und Begrenzung des Lebens. Nicht nur Wachstum, sondern auch Abnehmen. Nicht nur Reichtum, sondern auch Armut. Nicht nur Lieblichkeit, sondern auch Düsternis. Nicht nur Anfänge, sondern auch Abschlüsse. Nicht nur Werte, sondern auch Unwerte. Und es ist wahr, dass es im Dasein des Geschöpfes und insbesondere des Menschen neben hellen auch dunkle Stunden, Tage und Jahre gibt, neben Gelingen auch viel Misslingen, neben dem Lachen auch das Weinen, neben dem Jungsein auch das Altwerden, neben Gewinn auch Verlust, neben und nach dem Geborenwerden auch das plötzliche oder langsame, aber so oder so sichere sterben müssen. Wie merkwürdig, dass wir Christen sein möchten und wohl auch ein bisschen sind und davon so wenig bemerken, damit sogar theoretisch, geschweige denn praktisch, so wenig anzufangen wissen, dass die Schöpfung Gottes in ihren beiden Aspekten, also auch in ihrem negativen Aspekt, seine gute Schöpfung ist. Und jetzt wird es eben spannend, vor allem für uns Musiker, weil Barth folgendermaßen fortfährt: Ich muss hier wieder einmal auf Wolfgang Amadeus Mozart zu sprechen kommen. Warum und worin kann man diesen Mann
unvergleichlich nennen, schreibt er hier in der kirchlichen Dogmatik. Warum kann man dafür halten, dass Mozart in die Theologie, speziell in die Lehre von der Schöpfung und dann wieder in die Eschatologie gehört, obwohl er kein Kirchenvater und dem Anschein nach nicht einmal ein besonders beflissener Christ und überdies auch noch katholisch gewesen ist? Wenn er nicht gerade arbeitete, hat er nach unseren Begriffen etwas leicht gelebt. Man kann darum dafür halten, weil er gerade in dieser Sache hinsichtlich der in ihrer Totalität guten Schöpfung etwas gewusst hat, was die wirklichen Kirchenväter samt unseren Reformatoren, was die Orthodoxen und Liberalen, die von der natürlichen Theologie, die mit dem Wort Gottes gewaltig bewaffneten und erst recht die Existenzialisten so nicht gewusst oder jedenfalls nicht zur Aussprache und Geltung zu bringen gewusst haben. Was aber auch die anderen großen Musiker vor und nach ihm so nicht gewusst haben. 1756 bis 1791. Es war die Zeit, in der man den lieben Gott wegen des Erdbebens von Lissabon in Anklagezustand versetzte und in der die Theologen und andere braven Leute ihn deswegen mühsam genug zu verteidigen hatten. Mozart hat den Einklang der Schöpfung gehört, zu der auch das Dunkel gehört, in welchem aber auch das Dunkel keine Finsternis ist, aber eben darum auch die Heiterkeit, aber auch ihre Grenzen, das Licht, das darum so strahlt, weil es aus dem Schatten hervorbricht, das Leben, das das Sterben nicht fürchtet, aber sehr wohl kennt. Et lux perpetua lucet eis, und das ewige Licht leuchtet ihnen, auch den Toten von Lissabon. Mozart sah dieses Licht so wenig wie wir alle, aber er hörte die ganze von diesem Licht umgebene Geschöpfwelt. Und es war bei ihm auch das von Grund aus in Ordnung, dass er nicht etwa einen mittleren, neutralen Ton, sondern den positiven stärker hörte als den negativen. Er hörte diesen nur in und mit jenem, aber er hörte in dieser ungleichen Verteilung doch beide zusammen. Er hörte nie abstrakt nur das eine, er hörte konkret. Und so waren und sind seine Hervorbringungen totale Musik. Und indem er die Geschöpfwelt ganz ohne Ressentiment und unparteiisch hörte, brachte er eigentlich nicht seine, sondern ihre eigene Musik hervor, ihr doppeltes, aber doch übereinstimmendes Gotteslob. Er gab sich einfach dazu her, gewissermaßen die Gelegenheit zu sein, bei der als die Stimmung der Schöpfung ein bisschen Holz, Metall und Darmsaite die Instrumente, bald führend, bald begleitend, bald im Zusammenklang, alle je ihr Eigenstes gebend, sich alle einfach hören lassen, einfach spielen durften. Er hat eine jede von ihnen zum Klingen gebracht. Und so starb er, als sein Lebenswerk, wie die Klugen sich erzählen, erst dazu reif geworden, seiner eigentlichen Erfüllung entgegenzugehen. Aber wer wollte nach der Zauberflöte, nach dem Klarinettenkonzert vom Oktober 1791 und dem Requiem sagen, dass es nicht getan war? Mozart macht hörbar, dass die Schöpfung in ihrer Totalität
ihren Meister lobt und also vollkommen ist. Durch Mozart ist für den, der Ohren hat zu hören, Ordnung geschaffen, besser als irgendeine wissenschaftliche Deduktion das tun könnte. Das ist es, auf was ich hier aufmerksam machen wollte. Thank you.
Seinen 70. Geburtstag am 10. Mai 1956 damit, dass er eine Predigt hielt, nämlich den Insassen der Basler Strafanstalt. Er führte unter anderem aus, dass die erste christliche Gemeinde aus Jesus und den mit ihm gekreuzigten Verbrechern bestanden habe. Und um den Gefangenen recht zu predigen, wollte Karl Barth sie auch persönlich kennenlernen und sie in ihren Zellen aufsuchen. Heute Morgen habe ich 3 Mördern, 2 Betrügern und 1 Sittlichkeitsübertreter ausgiebig zugehört, kleine Anmerkungen dazwischen gestreut und jedem eine dicke Zigarre überreicht. 28 Mal hat Karl Barth in der Basler Strafanstalt gepredigt und, so erinnert sich Martin Schwarz, der Prediger der Basler Strafanstalt, der Karl Barth eingeladen hatte, ab und zu auch dort zu predigen, mancher hat sogar schalkhaft mit dem Gedanken gespielt, man sollte auf baselstädtischem Boden straffällig werden, um Gelegenheit zu bekommen, Barth predigen zu hören. Der Höhepunkt des Jahres 1956 bestand für mich darin, schreibt Karl Barth, dass ich eingeladen wurde,
bei der in Basel veranstalteten Feier die Gedenkrede auf Mozart und sein Werk zu halten. Denn 1956 ist nicht nur Karl Barth 70, sondern Mozart eben 200 geworden. Ich bin kein ästhetisch besonders begabter und gebildeter Mensch, kokettiert Karl Barth in der autobiografischen Schrift How My Mind Has Changed. Und überdies bin ich nicht geneigt, die Heilsgeschichte mit irgendeinem Stück Kunstgeschichte zu verwechseln und gleichzusetzen. Aber die goldenen Klänge und Weisen der Mozartschen Musik haben nun einmal nicht als Evangelium, aber als Gleichnisse des im Evangelium von Gottes freier Gnade offenbarten Reiches von jeher zu mir geredet und tun es mit größter Frische immer wieder. Ohne sie könnte ich mir, was mich persönlich wie in der Theologie, wie in der Politik bewegt, nicht denken. Es gibt wohl auch nur wenige theologische Studierzimmer, in denen das Bild Calvins und das Mozarts auf gleicher Höhe nebeneinander zu sehen sind. Und dies, meine Damen und Herren, ist wirklich wahr, das kann man sogar heute noch sehen. Karl Barth hat ja die letzten 13 Jahre seines Lebens auf dem Hügel Bruderholz in Basel gewohnt. Ich wohne ganz in der Nähe und in dem Haus ist heute das Karl-Barth-Archiv untergebracht und sein Studierzimmer ist noch genauso eingerichtet wie damals. Auf dem Pult ist der Kalender, der letzte Tag seines Lebens, 9. Dezember, ist das Kalenderblatt immer noch dort und wirklich die beiden Porträts von Mozart und Calvin auf gleicher Höhe. Kann man überprüfen. Jetzt ein kurzer Auszug aus der Gedenkrede, die Karl Barth im Basler Musiksaal gehalten hat. Hochverehrte Versammlung, lassen Sie mich beginnen mit der Anführung einiger Worte des erzbischöflich-salzburgischen Kapellmeisters Leopold Mozart, des Vaters, aus dem Jahre 1768. Er hatte seine Kinder, die 12-jährige Nannerl und den 7-jährigen Wolferl, auf einer 3,5-jährigen Konzertreise durch das ganze westliche Europa geführt. Und nun sollte das Licht der spielerischen und kompositorischen Kunst und Technik des heranwachsenden Knaben in der Kaiserstadt Wien auf den Leuchter gestellt werden. Es gehe ihm darum, schreibt der Vater, der Welt ein Wunder zu verkündigen, welches Gott in Salzburg hat lassen geboren werden. Ich bin dieser Handlung dem allmächtigen Gott schuldig, sonst wäre ich die undankbarste Kreatur. War es nicht eine große Freude und ein großer Sieg für mich, berichtet Mozarts Vater weiter, dass ich einen Volterianer, es war der Enzyklopädist Friedrich Melchior Grimm, mit einem Erstaunen zu mir sagen hörte, nun habe ich einmal in meinem Leben ein Wunder gesehen, das ist das Erste. Aber eben, fährt Karl Barth fort, als ein nicht weiter zu erklärendes Wunder ist die ganze Erscheinung Mozarts später doch auch von dem alten Goethe bezeichnet worden. Man hätte wohl, ob als Gläubiger wie der Vater Mozart oder als Ungläubiger wie der Baron Grimm und sogar, wenn man Goethe hieß, mit dem Begriff Wunder auch etwas sparsamer umgehen können. Mozart war, wie Grillparzer schön von ihm gesagt hat, der Musiker, der nie zu wenig tat und nie zu viel, der stets erreicht, nie überschritt sein Ziel. Da ist kein Licht,
das nicht auch das Dunkel kannte, keiner Freude, die nicht auch das Leid in sich schlösse, aber auch umgekehrt, kein Erschrecken, kein Zorn, keine Klage, der nicht der Friede in irgendeiner Nähe oder Ferne zur Seite träte. Kein Lachen ohne Weinen also, aber auch kein Weinen ohne Lachen. Zum Schluss stelle ich eine Frage unbeantwortet zurück, nämlich, wie ich als evangelischer Christ und Theologe dazu komme, gerade zu Mozart das Ja zu sagen, das ihnen gewiss nicht verborgen geblieben ist, da er doch so katholisch und auch Freimaurer und im Übrigen ganz und gar nur Musikant gewesen ist. Wer hier Ohren hatte zu hören, der hat gewiss gehört. Darf ich alle anderen, die erstaunt und besorgt den Kopf schütteln könnten, bitten, sich für den Augenblick mit dem allgemeinen Hinweis darauf zu begnügen, dass ja auch das Neue Testament nicht nur vom Himmelreich, sondern auch von Gleichnissen des Himmelreichs redet. Thank you.
Kapellmeister und Hofkompositeur. Da hat nun jemand den kuriosen Gedanken gehabt, mich aufzufordern, für seine Zeitung einen Dankbrief an Mozart zu schreiben. Der kuriose Gedanke kam von den Luzerner neuesten Nachrichten. Ich habe zuerst den Kopf geschüttelt und schon nach dem Papierkorb geblickt, aber wenn es sich um Sie handelt, kann ich nur in den seltensten Fällen widerstehen. Und haben Sie selbst zu Ihren Lebzeiten nicht auch mehr als einen ein bisschen ausgefallenen Brief geschrieben? Dort, wo Sie jetzt sind, weiß man freilich unbehindert durch Raum und Zeit sicher mehr voneinander und auch von uns, als es uns hier möglich ist. Und so zweifle ich eigentlich nicht daran, dass es Ihnen längst bekannt ist, wie dankbar ich Ihnen, fast so lange, als ich zurückdenken kann, gewesen bin und immer wieder werde. Aber eben, warum sollten Sie das nicht auch einmal schwarz auf weiß zu Gesicht bekommen? Zwei Entschuldigungen müssen vorangehen. Die eine deswegen, weil ich einer von den Protestanten bin, von denen Sie einmal gesagt haben sollen, was es mit dem Agnus Dei qui tollis peccata mundi auf sich habe, könnten wir wohl nicht so recht verstehen. Entschuldigen Sie, aber wahrscheinlich sind Sie auch darüber jetzt besser unterrichtet. Aber ich will Sie nicht mit Theologie plagen. Stellen Sie sich vor, dass ich letzte Woche allen Ernstes von Ihnen träumte, und zwar dies. Ich hätte Sie, mir unerklärlich aus welcher Notwendigkeit, zu examinieren gehabt, hätte aber zu meiner Betrübnis, weil ich doch wusste, dass Sie unter keinen Umständen durchfallen durften, auf meine Frage, was Dogmatik und Dogma sein möchten, trotz freundlichstem Hinweis auf Ihre Messen, die ich besonders gerne höre, keinerlei Antwort von Ihnen erhalten. Wollen wir diesen Punkt fröhlich auf sich beruhen lassen? Viel schwieriger ist etwas anderes. Ich habe von Ihnen gelesen, Sie hätten sich schon als Kind nur über das Lob von Kennern freuen können. Ich bin weder Musikwissenschaftler noch Musiker, spiele kein Instrument und habe von Harmonielehre oder gar von den Geheimnissen des Kontrapunktes keine blasse Ahnung. Hier untertreibt Karl Barth, denn in den 30er Jahren in Bonn spielte er von Zeit zu Zeit in einem Streichquartett Mozart. Allerdings, wie einem seiner Briefe zu entnehmen ist, nur in der diskreten Funktion eines Bratschisten. Was ich Ihnen danke, fährt Barth in seinem Dankbrief an Mozart fort, was ich Ihnen danke, ist schlicht dies,
dass ich mich, wann immer ich sie höre, an die Schwelle einer bei Sonnenschein und Gewitter, am Tag und bei Nacht guten, geordneten Welt versetzt und dann als Mensch des 20. Jahrhunderts jedes Mal mit Mut, nicht Hochmut, mit Tempo, keinem übertriebenen Tempo, mit Reinheit, keiner langweiligen Reinheit, mit Frieden, keinem faulen Frieden, beschenkt finde. Mit ihrer musikalischen Dialektik im Ohr kann man jung sein und alt werden, arbeiten und ausruhen, vergnügt und traurig sein, kurz leben. Wie es mit der Musik dort steht, wo sie sich jetzt befinden, ahne ich nur in Umrissen. Ich habe die Vermutung, die ich in dieser Hinsicht hege, einmal auf die Formel gebracht, ich sei nicht schlechthin sicher, ob die Engel, wenn sie im Lobe Gottes begriffen sind, gerade Bach spielen. Ich sei aber sicher, dass sie, wenn sie unter sich sind, Mozart spielen und dass ihnen dann doch auch der liebe Gott besonders gerne zuhört. Nun, die Alternative mag falsch sein und Sie wissen auch darüber ohnehin besser Bescheid als ich. Ich erwähne es nur, um Ihnen figürlich anzudeuten, wie ich es meine. Und so wirklich der ihrige Karl Barth. Thank you.
Ich werde in Zukunft auch einmal versuchen, mit Mozart den Tag zu beginnen. Ich weiß nicht, was mir mehr zu dieser Einsicht geholfen hat, die Interpretation von diesem Trio Novalis, die uns diesen Mozart wirklich sehr innig gespielt haben, oder ob es Worte sind vom Karl Barth, die mir Mozart wirklich ein bisschen näher gebracht haben, oder ob es Christian Sutters Fundus war, diese Perlen, die er gesucht hat und wie er sie vorgetragen hat, dass man auch wiederum Barth direkt schätzen lernt oder für diese Sprachkunst. Also im Ganzen ein schöner Abend. Ich möchte noch den Moment nutzen für eine kleine Eigenwerbung. In einer Woche findet der letzte Vortrag über Karl Barth statt. Einsichten, Aussichten, was bleibt produktiv an Karl Barths Theologie? Niklaus Peter, Pfarrer am Frau Münster in Zürich und Mitglied der Karl Barth Stiftung, neuerdings auch Redner bei den Bach-Kantaten in Trogen,
Er wird uns einen sehr persönlichen Einblick, er ist sogar irgendwie verwandtschaftlich mit Karl, über seine Frau, mit Karl Barth in Beziehung. Er wird uns aus der Praxis, was bringt für einen Pfarrer heute die Theologie von Karl Barth noch an produktiven Elementen. Dann nächsten Donnerstag in 2-3 Tagen werde ich selber im Stadthaus um 18 Uhr über das evangelisch-reformierte Forum etwas erzählen. Das ist dieser Verein, der diese Veranstaltungen organisiert. Der wurde vor genau 100 Jahren gegründet und es ist spannend, die Zeit 1919, was da alles geschehen ist. Karl Barth hat den Römerbrief geschrieben. Er war vorher schon mit religiös-sozialen Bewegungen in Kontakt und diese ganzen Auseinandersetzungen, die da angefangen haben, die spiegelt auch die Geschichte dieses Forums. Die Leute wurden alle nach St. Gallen eingeladen, Brunner, Barth, Ragaz, Ragaz übrigens mit einer vollen Tonhalle und besten Bericht in der Zeitung, im Tagblatt. Also, das wäre nächsten Donnerstag um 18 Uhr im Stadthaus St. Gallen. Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen, bewegt und beschwingt von der Musik, die uns hier zusammengeführt hat, auch im Herzen. Gute Nacht.